Hallo und herzlich willkommen auf Gobinger TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wie immer für euch am Start. Ja, und es ist wieder soweit. Wir spielen wieder Machiavellien, wo wir dabei sind, unsere Haarvilla weiter aufzubauen. Und ja, wir haben ja angefangen, letztes Mal den Ofen zu erforschen, was ganz toll ist. Und da wollen wir doch mal sehen, ob wir den heute fertig forschen können oder fertig bauen können, damit wir vielleicht diese Laufradaktionen in Zukunft beendigen können. Gleichzeitig sind wir dabei, den Wald hier auszumerzen, also zumindest den bösen Wald. Der gute Wald darf gerne weiter wachsen. Und unser Stromproblem hat sich gelöst. Scheinbar war irgendwo ein Kabel in der Gesamtleitung nicht vorhanden, was wir in einem Zug quasi gebaut haben. Der Danell, der braucht dringend was zum Heilen. Das heißt, wir sollten uns mal zusehen, dass wir die Heilkapseln endlich am Start haben. Und gleichzeitig ist die Straße leider immer noch gesperrt, weswegen ich aktuell tatsächlich nicht dafür sorgen kann. Oder kann ich das doch? Der Ausrüstungshändler oder ist das der Nahrungshändler? Das ist jetzt die Frage. Wir brauchen auf jeden Fall den Nahrungshändler. Der ist jetzt tatsächlich auf dem Weg, trotz dass die Straße zu ist. Okay, das ist interessant. Das wusste ich nicht. Jedenfalls werden wir Rachel. Ja, okay, ausnahmsweise mal die Riva. Die soll jetzt mal erst so das bauen. Haben wir den Elektrizitätsding nicht gebaut? Doch, haben wir. Zeigt er nur nicht an. Okay, alles klar, dann passt das. Und Rachel muss jetzt wirklich hier ein Kabel nach dem anderen bauen. Das ist jetzt wichtig. Weil wenn wir hier schauen, müssen diese Leitungen noch verlegt werden auf jeden Fall. Oder wir lassen sie einfach machen. Das soll eigentlich heute klappen. Unsere Säge ist fleißig am Werkeln. Was wird da jetzt gebaut? Da wird ein Kabel gebaut. Sehr gut, das ist die Grundvoraussetzung. Ach, da ist auch noch die Batterie. Die habe ich ganz vergessen. Speichern die Batterien? Die Batterien speichern irgendwie immer noch. Speichern die vielleicht nur, wenn der Blitz einschlägt? Ich weiß es nicht. Es könnte ja sein. Alles Fragen, die man sich stellen könnte. Ey, hat er nicht gebaut. Geht das vielleicht nur in einem Raum? Verbrenne Holz, verschmutze die Umwelt und stelle Energie. Er benötigt einen Boden, um gebaut zu werden. Muss mit Holzscheit aus Holz ausgeführt. Ja. Warum geht das nicht? Wir haben alle Voraussetzungen, um dieses Teil zu bauen. Oder muss das auf... Ach, das muss auf ein Kabel gesetzt werden. So, da muss erst das Kabel da sein. Jetzt geht's. Ne, er zeigt es tatsächlich nicht an. Warum zeigt es nicht an? Hier wird das an. Ah, okay. Es muss in einen Raum gesetzt werden, scheinbar. Da muss das erst nach und nach fertig geworden. Okay, dann warten wir noch. Dann können wir das nicht ändern. Jetzt wird erst einmal geschlafen. Wir haben kein Futter mehr. Das ist immer ätzend, wenn hier die ganze Zeit quasi das Problem besteht, dass der Weg versperrt ist. Du kannst einfach keine Opfer ranlocken. Das ist etwas unglücklich. Ich weiß auch nicht, woran es scheitert. Ich vermute am Fleisch. Jawohl, Fleisch ist Mangelware. Aber der Händler kommt. Scheinbar kommt er auch, wenn die Straße versperrt. Ist das schon mal beruhigt. Und ich habe gerade beschlossen, dass die Ruth erstmal kein Holz fällt, sondern lieber baut. Damit unsere Baustellen schneller abgeschlossen werden. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht bei ihr. Wir werden das sehen. Wir werden das beobachten. Ansonsten, wir könnten natürlich auch die Riva vielleicht nehmen und die Route dafür lieber auffüllen lassen. Das ist vielleicht sogar noch besser. So machen wir das. Und die Riva, die ist nämlich mittlerweile ziemlich schnell. Die wird dann bestimmt auch schnell bauen. Unsere Bauskelette. So wie wir uns das wünschen. Genau, und dann kann die Riva etwas, die Route etwas schneller werden, indem sie sich erstmal ordentlich die Beine antrainiert. So gefällt mir das. Dann hoffe ich mal, dass sie jetzt schnell bauen. Ja, der Danell, das ist halt tragisch gerade. Aber da können wir gerade nichts gegen machen. Wir brauchen noch circa 4 Minuten. Das sind tatsächlich Minuten. Bis der Weg wieder frei ist. Und das 4 Minuten sind schon sehr lang. Also das ist nicht sehr nett gemacht von dem Spiel. Dass das so oft passiert in letzter Zeit. Da will uns, glaube ich, jemand ärgern. Oder die Schwierigkeit anheben. Wir wissen es nicht, aber wir werden mit dieser Situation fertig. Wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht das Böse in der Welt verbreiten würden. Das wäre ja gelacht.
Und im Zweifel werden wir uns böse Nachbarn besorgen, die werden das dann für uns erledigen. Sehr schön. Hier unten werden fleißig Kabel verlegt. Das heißt, auch das Labor ist bald angeschlossen. Wie gesagt, das mit den Batterien verstehe ich immer noch nicht ganz. Die müssten ja theoretisch aufgefüllt werden, solange da einer strampelt. Werden sie aber nicht. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass sie zwischen die Gerätschaft gebaut werden müssen. Das kann natürlich sein. Also erst die Batterie und dann der restliche Stromverlauf. Vielleicht muss man auch einen Schalter dazwischen legen. Da werde ich, glaube ich, noch einmal recherchieren fürs nächste Mal, wenn wir das nicht durch Zufall rausfinden sollten. Es ist wieder sehr dunkel, das heißt, es wurden wieder mal die Laternen, sage ich schon, die Kerzen nicht aufgefüllt. Die müssen sehr oft aufgefüllt werden, das ist erstaunlich. Aber Lay ist ja fleißig dabei, also von daher sind wir da guter Dinge. Daniel fertigt fleißig Bretter aktuell oder Steine. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, aktuell fertigt er Steine. Sehr schön. Und hier wird fleißig geschrieben. Ja, da sind wieder unsere Bauskelette, die jetzt fleißig Strom verlegen. Das ist sehr schön. Das heißt, als nächstes wird das Labor angeschlossen. Was fehlt denn sonst noch? Mal gerade schauen. Wir haben ja die Batterie, da können wir das ja sehen. Ja, die dann wird wahrscheinlich, ich vermute als nächstes, der Fernseher angeschlossen nach dem Labor. Und dann wird hier unten angeschlossen. So Schritt für Schritt auf jeden Fall. Davon ist auszugehen. Es kann allerdings sein, dass hier unten... Der hier braucht auch gar nicht gebaut werden. Der ist doch überflüssig. Jawohl, so ist das viel besser. Und ich frage mich gerade, ob der hier auch überflüssig ist. Wenn das 2 breit ist... Ich überlege gerade, ob wir das lieber hier oben rauszapfen dann. Jetzt wir den hier oben hinsetzen im Brennofen. Oder ob wir da ein Feld freilassen. Wir schauen einmal. Wir lassen sie erst einmal bauen. Ja, die Batterien funktionieren irgendwie nicht so ganz, wie sie sollen, glaube ich. Oder es ist anders gedacht, als man meint, dass es gedacht ist. Sowas kommt ja auch schon mal vor. Der Weg ist nicht mehr versperrt, das ist gut. Wir werden es bald wieder mit Opfern zu tun haben. Die brauchen wir auch langsam. Das Essen wird nämlich mehr als knapp und der Händler ist auf dem Weg. Das ist auch sehr beruhigend. Na, hier fehlen nicht mehr viele Leitungen, das ist gut. Ach, jetzt bauen sie doch hier oben oder wo? Wo bauen sie denn jetzt die Leitung? Ich blick da nicht mehr durch. Auch das ewige Umlager von dem Gold ist mehr als mysteriös. Und irgendwie sehr unnötig. Da werden dann erstmal ordentlich Kerzen aufgefüllt. Die Ruth ist fleißig dabei, dass überall Licht in der Bude ist. Die Ruth ist untätig. Wie kann das denn sein? Die Ruth soll doch... Die Ruth soll auffüllen. Sie hat nichts zum Auffüllen, tatsächlich. Das ist interessant. Dann lassen wir sie bauen. Solange sie nichts zu tun hat, kann sie bauen. Das ist immer gut, jedes Monster, was nichts zu tun hat, wird jetzt erst einmal bauen, damit hier alles fertig wird. Weil wir haben ja die ganzen Strombaustellen und gleichzeitig haben wir die Speisekammer in Auftrag gegeben. Was wird da repariert? Was macht denn die Rachel da? Hängt sie da fest? Man weiß es nicht, sie scheint festzuhängen. Bewegen Sie mal da weg. Da ist der Lebensmittelhändler. Oh, da kommt noch ein Händler. Sehr gut. Jetzt kaufen wir erst einmal Lebensmittel. Was brauchen wir? Gehirne haben wir genug. Blut auf jeden Fall auch. Wir brauchen Fleisch. Da kaufen wir alles an Fleisch, was wir kriegen und was wir kaufen können. Das ist ja auch vorausgesetzt. Wir müssen es uns ja auch leisten können. Und das gekochte Fleisch auch so. Sehr schön. Ich hätte gerne noch die Heiltränke. Auf jeden Fall. Wir haben da ein paar sehr angeschlagene Monster. Sehr gut. Da gibt es wieder ordentlich was zu futtern. Jetzt ist der Händler auch noch da. Alle auf einmal. Was verkauft er denn heute so? Nichts von Interesse. Kann gleich abziehen. Großes Aufgebot hier.
Oder wollen sie auf einmal etwas von uns? Wo soll das denn hinführen? Ich glaube, die kommen da nicht ran. Kann das sein? Ja, die kommt da nicht ran, verdammt. Wir müssen den Weg anders bauen. Oh nein, das ist schlecht. Oder haben sie die jetzt gebaut? Wir müssen hier einmal abbauen, tatsächlich. Damit die Stromleitung verlegt werden kann. Das ist ja ärgerlich. Oh nein, das ist natürlich unglücklich. Aber okay, wir nehmen das in Kauf. Da müssen wir diese Kabel als erstes verlegen, ganz einfach. Und dann ist wieder gut. Da müssen wir sehen, das ist natürlich ein bisschen unglücklich tatsächlich. Da lassen wir hier erst einmal ganz schnell die Kabel verlegen. Wieso können die nicht bauen? Oh nein, jetzt sag mir nicht, dass es echt geht, nicht wegen dem Labor. Das wäre ja ein ätzender Bug. Das darf doch eigentlich nicht sein. Wieso baut er denn die Kabel? Die bauen die Kabel nicht. Muss ich das jetzt echt hier abreißen oder was? Komm, wir demontieren das jetzt. Das tut mir in der Seele weh. Was soll denn das? Wir bauen hier erst die Kabel. Das ist sehr unglücklich. Also das finde ich nicht gut. Da ist ein Fehler im Spiel, der mir nicht gefällt. Tatsächlich. Das hätte nicht passieren dürfen eigentlich. Oder geht das nicht, weil das am Rand der Karte ist? Wir können das aber auch so machen jetzt. Da machen wir das wie folgt. Das ist vielleicht sogar noch viel besser. Geh mal da weg. Du Lump, geh da mal weg. Lass wir die Wand dort wieder bauen. Dann nehmen wir dann diesmal auch dunkle Wände. Das ist ja schließlich... Obwohl nein, dann nehmen wir helle Wände. Also zumindest bis hier. Das ist sehr ärgerlich. Das ärgert mich wirklich. Das finde ich nicht gut. Nein. Das heißt, wir könnten das jetzt auch hier bis oben ziehen. Habe ich mir gerade so überlegt. Da kommen Opfer. Kann das sein? Ja, jetzt kommen auch noch die Opfer. Alles auf einmal, wie immer. Jetzt hat er den Boden weggebaut. Moment, jetzt machen wir erst einmal Pause. Das läuft gerade gar nicht so, wie es soll. Und das gefällt mir gerade gar nicht. Das finde ich nicht gut. Das war jetzt echt komisch. Und dann möchte ich die Kabel. Da kommt dort eine Tür rein. So. Nee, nicht das Stromkabel, die Tür. Die kann hier weg, genau. Das Stromkabel kann da jetzt bleiben. Das ist dann hier einfach ein Durchgang. Das ist dann egal. Das lassen wir so. Aber das finde ich gerade nicht gut. Ganz ehrlich. Das ärgert mich ein wenig. So. Haben wir die Reparatur dort in Auftrag gegeben. Sehr schön. Das ist halt ärgerlich. Die Opfer sind gleich da. Victims are coming. Riva, geh mal hier hin. Ruth auch. Du bist da gut. Danelle geht auch hier zu Ruth. Janette kann sich hier hin mit dem Lay zusammen. Da rennen sie. Es ist auf jeden Fall Strom da. Das ist schon mal gut. Wo ist die Riva? Ach, die sind beide da. Alles gut. Da oben muss auf jeden Fall noch eine Lampe hin. Ihr seht das schon. Irgendeiner wird gleich am Fernseher hängen bleiben, auf jeden Fall. Das ging schnell, der Schuss war eindeutig. Vom Weiten, oh, da versucht sie wegzurennen und attackiert sogar. Unterstützt da mal, die wehren sich ja richtig. Aber sie haben keine Chance, wie es zu erwarten. Weil jetzt wird wieder fleißig gekocht und geputzt, das kennen wir schon. Vorbildlich. Haben wir nicht den Blutbesen? Den haben wir doch schon erforscht, oder nicht?
Ach nein, den haben wir nicht erforscht. Aber okay, wir brauchen nicht so viel Blut. Das ist nicht ganz so schlimm. Hätte mich schon gewundert. Jetzt haben wir auch wieder ein paar Lebensmittel. Das ist sehr gut. Der Danel, die Riva darf sich erst einmal einen Trank, einen kleinen Trank holen. Diese Ratten rennen jetzt immer rein, kann das sein? Greif du doch mal da an, bitte. Und du nimmst dir mal so einen großen. Genau, heil dich mal ein bisschen. Sehr schön. Und hol dir auch noch den. So viel Zeit muss jetzt einmal sein. Und dann kannst du die anderen verarbeiten. So möchte ich das haben, genau. Die heilen sich ja Gott sei Dank zum Glück immer ein bisschen auf. Das dauert ganz schön lange, stelle ich gerade fest. Geh doch mal unterstützen. Diese Ratten sind ganz schön ein Plagegeister, kann das sein? Die machen uns das Leben nicht gerade einfach. Kann sich die Janette danach den Heiltrank holen? Die heilen sich auf. Aha, interessant. So, du nimmst das mal zur Ausrüstung kurz. Und dann heilst du dich wieder gesund. Und dann passt das. Ja, unser Stromprojekt hat sich jetzt doch etwas verzögert. Was haben die denn da immer rum? Ach, die bauen die Stühle. Um Gottes Willen. Naja, okay. Das wäre zwar jetzt nicht nötig gewesen, aber es ist eh dann nur noch ein Stuhl. Dann soll sie den gerade bauen und gut ist. Wir haben genug Leute, die bauen. Das ist in Ordnung. Jetzt haben wir natürlich ein paar Baustellen, die nicht so schön sind. Jetzt wird fleißig geputzt. Sie baut den letzten Stuhl. Dann können wir hier die Bodenplatten verlegen. Da müssen wir das Labor neu bauen. Das ist sehr ärgerlich. Einfach nur, weil die dort nicht gebaut haben. So, erst einmal bitte die Wand bauen. Das ist ganz essentiell. Ihr könnt auch erstmal die Wände bauen, weil die werden da sowieso noch massig Blut vergießen in der Küche. Das sollte also kein Problem sein. Das ist jetzt nämlich wichtiger. Ja, der Strom verbraucht sich jetzt natürlich auch dementsprechend. So, dann gleich hier weiterbauen, damit die Wand fertig wird. Ganz wichtig. Das ist jetzt essentiell. Nicht, dass der Raum wieder unfertig ist. Das gibt wieder Abzüge. Da ist der nächste Fernseher fertig. Sehr schön. Du kannst jetzt auch hier erst bauen. Wie gesagt, das Blut können die später noch wegwischen. Hauptsache, das Blut unten ist weg. Und dann lassen wir die Ruth. Die müsste jetzt eigentlich kochen, oder? Genau, die sollte mit kochen immer. Das ist jetzt essentiell. Das ist auf jeden Fall wichtig. Die beiden Skelette bauen erstmal. Jetzt wird gleich überall das Licht ausgehen, weil der Strom weg ist. Das ist aber nicht schlimm. Prioritäten haben Vorrang. Das war jetzt ein Rückschritt, dadurch, dass die da nicht gebaut haben. Das finde ich sehr schade, aber okay, was will man machen? Da hatte ich jetzt nun wirklich keinen Einfluss drauf. Aus irgendeinem Wert da seinen Heiltrank verloren. Ja, verarbeite erst einmal. Die geht jetzt schlafen. Okay, das ist interessant. Ich glaube, die Rachel, die würde auch mal wieder einen Heiltrank vertragen. Geh mal einmal zur Ausrüstung. Kannst sofort essen. Du sollst dich nur einmal ein bisschen aufheilen. Sehr schön. Naja, okay. Dann haben wir die Wand hier repariert. Haben wir den Raum etwas anders gebaut. Jetzt ist es nicht so schlimm. Es hätte schlimmer kommen können, tatsächlich. So, du kannst jetzt auch hier erstmal das bauen. Gehen alle schlafen soweit. Aber dann haben wir den Raum doch noch fertig bekommen.
So, wir lassen die anderen noch schlafen. So, sehr schön. Die Rachel ruht sich aus, das ist in Ordnung. Hier wird noch fleißig gekocht, auf jeden Fall. Und da wird wahrscheinlich bald das Blut erstmal weggewischt. Aber das macht auch nichts. Es kommen neue Opfer. Sehr schön. Lassen wir sie kommen. Hoffentlich erschrecken die sich nicht wegen dem Fleisch. Ich frage mich gerade, ob ich die Monster auch einfach umstellen kann auf Offensiv und dann ihre Arbeit machen lassen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das effektiver ist, als wenn man sie immer einzeln umstellt. Aber vielleicht läuft es sowieso später darauf hinaus, dass die Monster mehr in ihrem Bereich sind und gar nicht mehr so viel durch die Opferräume rennen. Vielleicht können wir die später mal separieren. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So. Jetzt müssen wir einmal umstellen. Es schläft keiner, das ist gut. Alle auf Kampf. Die beiden stehen da ganz gut. Unsere Langsamen kommen jetzt hier hin. Der Danell, der darf hier hin. So. Achso, und die Ruth muss auch noch hier hin. Sind also alle bereit. Können wir die Monster, die Opfer wieder wegknüppeln, so wie wir das gewohnt sind. Sehr schön. Dann sind wir mal gespannt, was heute für Opfer kommen. Aber das ist gut, jetzt kriegen wir auf jeden Fall Nahrung rein. So wie wir uns das gewünscht haben. Die lassen sich aber heute Zeit, die Opfer. Die werden sich doch wohl nicht wirklich erschrocken. Da kommen sie, ich höre sie schon. Angreifen, angreifen, angreifen und angreifen. Sehr schön. Zack. Naja, das kriegt er wohl alleine hin. Sehr gut. Und das Misstrauen geht wieder hoch. Bald können wir das Misstrauen mal wieder senken, auf jeden Fall. Rachel darf jetzt bitte erst hier unten bauen. Und die Riva darf bitte erst die Tür bauen. Und dann ist unser Labor zwar etwas anders als vorher, aber auf jeden Fall wieder fertig. Dann werden wir die Laufräder später noch umsetzen. So, da brauchen wir jetzt einmal noch, das müssen wir noch in Auftrag geben auf jeden Fall, das große Labor. Genau. So, und dann darf die Rachel auch zuerst das Labor bauen. Und dann haben wir zum nächsten Mal wieder ein funktionstüchtiges Labor. Da müssen wir natürlich dran denken, dass wir dementsprechend den Auftrag geben, dass das Labor dann auch dementsprechend forscht. Aber ich denke, das bekommen wir hin. Wie dem auch sei, unsere Zeit ist schon wieder rum. Ich hoffe, es euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Wir haben wieder viel Chaos und Schrecken verbreitet. Langsam geht es in die richtige Richtung. Jetzt kommen wieder Opfer rein. Die Straßensperren sind etwas, naja. Unsere Villa wird langsam fertig. Also zumindest das, was wir bisher haben. Ich denke, die nächsten Anbauten werden dann definitiv die Speisekammer und dann dementsprechend auch unser Energieraum sein. Das sind die nächsten Großprojekte, die wir jedenfalls haben. Erstmal mussten wir das Labor jetzt wieder in Auftrag geben, weil da hat es scheinbar eine Verzögerung gegeben. Ich werde dann unsere Monster auch beauftragen. Jetzt hier mal, ach, da wird jetzt der, genau, jetzt wird die Speisekammer gebaut. Da seht ihr das schon. Es geht also voran. Wobei die Rachel soll bitte zuerst. Nicht genügend Ressourcen, okay, da müssen wir dann einfach warten, bis wir die Ressourcen haben. Wenn dem so ist, dann werden wir das bauen. In der Zwischenzeit baut sie halt die Räume, das ist aber auch in Ordnung. Wie dem auch sei, das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, immer schön dran denken. Spaß ist, was du draus machst.